Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, Lubanka. Weiter geht's mit Jarl Rodulf Haraldsson und er hat einen Traum, liebe Leute. Von ihm, von König Louis II., dem Stammler, wie er verängstigt in seiner Festung sitzt, in seiner Burg und gefangen genommen wird von unseren Truppen. Er träumt davon, ihn zu verschleppen nach Emden und ihn in den Kerker zu schmeißen. Aber ob das wirklich passieren wird, das sehen wir jetzt. Nach einer ganz kurzen Ansage meinerseits, liebe Leute, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe einen eigentlich reduzierten Sendeplan, Programmplan gemacht, vom 20. bis zum 27., weil ich gar nicht da bin. Das hier ist jetzt eine späte Folge, ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, weil ihr habt bisher darunter nicht leiden müssen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich noch alle Folgen fertig kriege, deswegen geht bitte davon aus, dass am Montag jetzt keine Folge kommt, morgen. Am Dienstag kommt eventuell noch eine, falls am Dienstag keine kommt, kommt am Mittwoch eine, wo ja eigentlich keine kommt, weil wir mittwochs immer Pause machen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Einfacher gesagt, eventuell gibt es jetzt 2 Tage Pause, dann bitte nicht böse sein. Ich war eine ganze Woche weg, musste eine ganze Woche oder muss jetzt gerade eine ganze Woche vorproduzieren. Und das sind dann mit allen Let's Plays zusammen dann über 30 Videos. Und das ist dann eine ganze Menge und das schafft man nicht in 2 Tagen. Deswegen eventuell mal jetzt 2 Tage Pause, aber danach geht's mit großen Schritten weiter, denn es macht mir riesigen Spaß, dieses Ding. Und wir schauen auf unsere Belagerung in Paris. Und unser Gegner ist klug genug, weit weg zu sein, zum Glück. Also nicht so klug, mit seinen ganzen Armeen hier unten in Montaigu. Was uns an Romeo und Julia erinnert. Aber das interessiert uns jetzt nicht, denn wir wollen wissen, was passiert. Bitte. Jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl. Ich pausiere, liebe Leute. Ich gebe gerne zu, ich hätte es vielleicht nochmal geladen und nochmal probiert, wenn es nicht geklappt hätte. Aber um ehrlich zu sein, es ist jetzt sofort beim ersten Mal passiert. Es ist großartig, großartig. Wir haben ihn im Kerker. König Louis von Westfranken und sein Höfling Ilsa wurden gefangen genommen. Wir haben die Belagerung gewonnen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir auch noch ein Artefakt mitgehen lassen. Noch eins. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, was das alles ist. Ein Stück vom wahren Kreuz. Ein meisterliches Hofartefakt. Allerdings wahrscheinlich eher für den Katholizismus als für uns. Ein elegantes Reliquiar, in dem sich eine heilige Reliquie befindet. Ein Holzstück vom wahren Kreuz, an das Christus geschlagen wurde. Hofprachtbonus plus 3, Frömmigkeit plus 0,7. Und natürlich haben die ganzen Westfranken einen Anspruch darauf. Wir haben es ihm geklaut. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir ihn jetzt im Kerker haben. So, das bedeutet nämlich, wir können jetzt unseren Anspruch hier durchsetzen. Das ist das Ende des Krieges. Und zwar positiv für uns. Das ist der Wahnsinn. König Louis II. Wird dadurch abgesetzt. Er wird auch freigelassen, aber dadurch, dass er abgesetzt wird, also wir werden wahrscheinlich jetzt ihn jetzt nicht als Freund gewinnen dadurch, aber er sitzt tatsächlich hier bei uns im Kerker. Jetzt gucke ich noch einmal. Ich werde ihn nicht freilassen. Ilsa ist auch noch da. Das ist einfach eine, die da am Hof gearbeitet hat, offensichtlich. Eine weise Frau allerdings mit gesundem Körper und scharfem Geist. Eigentlich eine tolle Frau, muss man sagen. Eine fränkische Katholin. Und wirklich, König Louis sitzt jetzt bei uns. Er leidet unter Schlafmangel, ist abergläubisch, er hat Hausarrest. Na, das ist was anderes, glaube ich. Verschont von skandinavischen Abenteurern. Irgendwie bleibt dieser Charakter bis zu einem gewissen Grad von den erbarmungslosen Wikingerhorden verschont. Wird nicht von landlosen skandinavischen Abenteurern angegriffen. Naja, da waren aber schon ein paar da, ne? Aber vielleicht waren das andere. Okay, also, wie auch immer, wir werden ihn absetzen, damit diesen Krieg erstmal für uns entscheiden. Das heißt nicht, dass da jetzt alles neu wird, aber ein neuer König bedeutet normalerweise auch, dass da ein bisschen was aufgeteilt wird. Schauen wir mal. Ist das? Das ist jetzt Prinz Louis der Stammler. Ohne Krone sieht er ganz anders aus.
Schaut er mal. An den wertlosen Chodulf, mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Er wird abgesetzt. Er hat seinen Einkerkerungsgrund gegen uns aufgegeben, den Aberkennungsgrund aufgegeben. Er hat 500 Prestige eingesetzt und er wird abgesetzt. So sei es. So, und hat sich jetzt was geändert? Jawohl, Aquitanien. Also, das Westfrankenreich ist immer noch groß. Wir sind immer noch Teil des Westfrankenreiches. Aber es gibt ein neues Königreich, nämlich Aquitanien unter König Karloman. Der dachte ich eigentlich auf diesen Thron sollte, aber da sitzt jetzt König Louis III. Einbeinig ist er, ein extravaganter Schwindler, ungeduldig, stur und zornig. Ui, das wird ja nicht schöner, aber zwei Reiche heißt auch immer geteilte Macht hier, wobei die natürlich verbündet sind. Aquitanien und die Westfranken, 3000 hier, 1000 hier. Na gut, trotzdem, wir können wieder eine Petition und wir können unserem Lehnsherren huldigen, aber wir haben uns durchgesetzt, liebe Leute, das ist doch großartig. Also besser geht's ja gar nicht. Ich bin ganz begeistert. Hervorragend. Und das ohne einmal laden. Okay, wir lösen die Armee auf. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich vielleicht einmal nachgeladen hätte. Aber ich habe es ja nicht gebraucht. Insofern müsst ihr mir gar nichts verzeihen. Also, Gemeinde bekehren, Kultur fördern. Bleibt weiterhin am Start. Und jetzt können wir tatsächlich unsere Pilgerreise machen, würde ich sagen. Wir sind in keinem Krieg. Wir haben richtig Kohle. Wir sollten eine große Pilgerreise machen und gleichzeitig unsere Ländereien ausbauen und unseren Ratsmarschall jetzt nicht weitere Kontrolle machen lassen. Und zwar vor allen Dingen in Dokkum, glaube ich. Da ist es am schlimmsten. Also Kontrolle in Dokkum, da wo gerade auch die Kultur geändert wird. Wir bekehren Friesland, wir machen Kultur und Kontrolle in Dokkum. So, wunderbar. Es wird doch besser, hoffe ich mal. Also wir schauen mal, der neue König kann genauso blöd wieder uns sofort absetzen, wenn er möchte. Aber gut. Wir können auskeilen jetzt. Ich glaube, dadurch, dass wir dieses das Reizbar bekommen haben, genau, dadurch können wir euren Zorn entfesseln zum Beispiel machen. Und dieses Auskeilen habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist das? Wie werde ich nur all diese Wut und diese Verärgerung los, die sich in mir aufgestaut hat? Ach, es gibt doch nichts Besseres, um den Kopf freizukriegen. Bei nächster Gelegenheit werde ich mich nicht zurückhalten. Dadurch verlieren wir Anspannung und keilen aus. Die Vasallen haben dann eine schlechte Meinung von uns. Da können wir sie alle einfach anbrüllen. Das ist doch schön. Aber wir wollen etwas ganz anderes machen. Wir wollen zu den heiligen Stätten unseres Glaubens fahren und eine ordentliche, große, asatruische Pilgerreise jetzt vollziehen, um uns ganz sicher zu sein. So, Sigtuna, das ist in Uppland. Das ist Uppsala, oder? Der Tempel von Jorvik. Das ist eine lange Reise. Das ist auch eine lange Reise nach Paderborn. Wäre eine kurze Reise. Es gäbe noch Kiew. Echt in Kiew? Warte mal. Ist das hier Kiew? Ich muss mal kurz schauen, was das für eine Stätte ist hier. Die Stätte bei Kiew. Ja, tatsächlich, das ist sie. Handelsaußenposten, Langhäuser, einfache Palisaden. Die Tempel von Nidaros in Brandheim. Ich möchte nach Uppsala. Die heilige Stelle von Uppsala oder von Ranaheim. Ich schau mal ganz kurz, wer da so in der Nähe ist in Ranaheim. Ups, ich muss das mal ein bisschen zur Seite schieben. Ich hätte auch vorher gucken können, ne? Also, nochmal. Einmal hier die heilige Stätte in Ranaheim. Das ist einfach eine Stammesfeste hier. Da ist gar nichts Besonderes. Oder ich sehe gerade zumindest nichts. Oder aber Uppsala. Und ich glaube, dann wird es Uppsala.
Da ist nämlich der Tempel von Uppsala. Ein Sondergebäude. Da fahren wir hin. Wir fahren nicht nach Kiew, wir fahren Sigtuna. Ich hoffe, das ist das jetzt. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Verzeihung. Da. Jawohl, das ist Sigtuna. Die Städte bei Sigtuna, die wollen wir besuchen. 100 Gold geben wir dafür gerne aus. Und gleichzeitig haben wir ja noch genug Geld, um vielleicht hier nochmal ein bisschen was Zusätzliches anzubauen. Dazu schauen wir uns mal ganz kurz hier die Übersicht an. In Arnheim 0,9, 1,3 in Emden schon 2,91. Die Aufgebote könnten auch verbessert werden. Dokkum ist natürlich jetzt gerade schwierig, weil da die Kontrolle so schlecht ist. Aber ich denke, wir können in Arnheim schon mal weitermachen. Wobei, da steht auch schon einiges. Wartet mal. Vielleicht müssen wir auch mal die Schwächeren ein bisschen nach oben bringen. Hier haben wir nur Getreideäcker gebaut. In Emden auch bisher nur Getreideäcker. Mal kurz gucken, ob wir die schon verbessern können. Nein. Innovation Felderwirtschaft, das braucht noch eine Weile. Festungsstufe verbessern ist auch keine schlechte Idee. Plus Aufgebote, Wälle und Türme. Oder ein Handelshafen. Aber ich glaube, wir machen in Emden tatsächlich mal Wälle und Türme. 150 kostet der Spaß. Bollwerke und Schutzmauern, die werden wir dort errichten. Das ist immerhin unsere Hauptstadt und dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir wieder Geld haben. Dann werden wir weitermachen. Die Abreise. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichem Segen losziehe, ohne Segeln, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Zeit für die Abreise. So, dann können wir auch bald nochmal unsere Kinder probieren zu verheiraten. Es würde mich entzücken, wenn Sohn Aki von euch meinen Hof in Zutphen besuchen könnte. Gräfin Elika ist da. Also Zutphen ist wirklich ein Ort, der uns mehr hasst als alles andere. Und das ist die sadistische Gräfin hier, die jetzt anstelle ihres von uns verbannten Vaters hier an der Macht ist. Aber Aki, du machst das schon, ne? Benimm dich und pass aber auch auf, mein Guter. Natürlich wird er da sein. Wir hoffen, dass die nicht Böses tun. Seid gegrüßt, mein scheußlicher Vasall. Na, herzlich willkommen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, König Louis III. Ich bin zu der unausweichlichen Erkenntnis gekommen, dass ihr wirklich der beste Kandidat für einen offenen Posten in meinem Rat seid. Hervorragend. Als Ratsverwalter. Na, aber gerne doch. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade unterwegs. Aber sobald ich wieder da bin, und schaut mal, 8,2 jetzt. Oder war das gerade eben auch schon so? Ratsverwalter des Lehnsherrn plus 2,0 nochmal obendrauf. Aber wir haben insgesamt, kriegen wir gerade schon eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt die Kultur noch ändern, dann wird das nur noch besser. Gut, unser neuer König hat uns in den Rat geholt. Nehmen wir das erstmal als positives Zeichen. Minus 60, wir hassen ihn. Aber na gut. Banditen. Ich erwache inmitten eines chaotischen Lärms im Lager, doch binnen Sekunden wird mir klar, was gerade geschieht. Wir werden angegriffen. Banditen umschwärmen unsere Zelte und Wägen und unsere Wachen wehren sich nach Leibeskräften. Wo ist mein Schwert? Ich muss mich doch irgendwo verstecken können. Hört auf mit diesem Wahnsinn, ich bezahle euch, was immer ihr wollt. Wir werden natürlich kämpfen. Das ist jetzt nicht ganz ungefährlich wahrscheinlich. 66% wehren wir sie ab, 33% werden wir verwundet. Ich muss gleich nochmal auf unsere Bundteilung gucken, liebe Leute. Also, ich werde mich natürlich wehren. Ich brauche eigentlich gar nicht gucken. 65 Gold bezahlen. Nein, nein. Natürlich. Wir haben uns aber gewehrt. Oh, das ging aber schnell. Unsere Hofärztin Asta hat uns sofort wieder geheilt. Die ist scheinbar mitgekommen auf die Pilgerreise. Hat also keinen negativen Einfluss gehabt. Aber Ilsa ist in meinem Kerker jetzt verstorben. Also ich muss nochmal in den Kerker schauen.
Gui von Dokkum, was machen wir denn jetzt mit dir? Lassen wir dich nochmal frei? Du bist unser Rivale. Ich wollte dich eigentlich umbringen. Oder 10 Gold ist auch albern. Ich würde dich eigentlich gerne hinrichten, wenn es mir mal richtig schlecht geht. Du hast 2 Kinder momentan. Ich will nur noch mal kurz gucken. Die Ehepartnerin ist schon gestorben. Die wurde ja von ihm selbst ermordet. Das ist die, mit der wir ein Kind gezeugt haben. Das hier ist unser Sohn. Eigentlich. Das weiß nur keiner. Paranoid, eigenwillig, religiöser Eiferer. Ja, kann ich verstehen. Der wird uns so richtig hassen. Und Otwin wird uns hassen. Ein robuster Intellektueller, lüstern, zynisch und zufrieden. Aber er ist quasi ein Gast und du bist auch ein Gast von Luitbert. Luitbert von Westfranken? Ah, der sitzt in der Baronie wahrscheinlich, ne? Dum-di-dum-dum-dum. Na gut, also ich glaube, wir können das vertragen, dass die beiden uns nicht mögen. Ich werde hier die Opferungen. Das ist auch nochmal eine nordische Sache, dass man im Laufe der Jahre Leute, warte mal ganz kurz, da muss ich mal einmal schauen, das Großblott. Aber da erfüllen wir gerade nicht alle Anforderungen, da brauchen wir irgendwas anderes. Unabhängiger Herrscher müssen wir sowieso sein. Also, ich würde denen jetzt tatsächlich, wir entledigen uns jetzt alter Geschichten und richten unseren alten Rivalen hin. Gui wird auf Befehl von euch hingerichtet. Okay. Und ein neues Jahr beginnt. 890. Ein neuer Vorzug im Verwaltungslebenswandel. Direkter Vasallmeinung und Meinung vom Lehnsherrn plus 20. Oder habe ich das nicht schon gemacht? Nee, scheinbar nicht. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal an den Vasallen entlang. Das Spieltreffen ist beendet. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Sigtuna. Als der Tempelgode mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Zu diesem Augenblick, ja allerdings. Einiges ist passiert, bis er sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Ich habe den heiligen Pfad beschritten. Wir werden Pilger. Das bringt uns monatliche Frömmigkeit plus 10% und Glaubensgeschwister plus 5% Meinung. Und nochmal 375 Frömmigkeit ohnehin. Damit sind wir aus unserem Sündhaften heraus und bewegen uns langsam Richtung gläubig. Wir sind pflichtschuldig. Okay. Hohe Ansprüche vom Ehepartner. Es geht weiter. Meine Gemahlin, Herzogin Gerdre, stellt mir eifrig einen Mann vor. Mein Jarl darf ich euch Pasqueten vorstellen. Er hat Anspruch auf den Titel Grafschaft von Penthièvre. Pasqueten verbeugt sich vor mir und sagt, es ist mir eine Ehre. Leider wird mir dieser Titel vorenthalten, wenn mir kein Wohltäter zur Seite steht. Möglicherweise behilflich sein. Dann schließt er sich unserem Hof an. Dann kann ich seinen Anspruch durchsetzen. Viel Glück dabei und tschüss. Oder Kerker, Pergament, Brief, Taube an Graf Solomon in dieser Reihenfolge. Also, du bist Pasqueten. Du hast einen Anspruch auf offensichtlich das, was Graf Salomon gehört. Nämlich das Königreich. Hier. Die Grafschaft, nicht das Königreich. Das ist aber alles Teil der Bretagne und davon ist er der Macker. Oder, nee, da ist noch ein König mit dabei. Das heißt, wir müssen uns gegen ihn stellen. Und wer bist du? Du bist ein bretonischer Katholik. Außerdem sadistisch. Weißt du was? Viel Glück dabei. Also, es wäre was gewesen, das zu holen und das unserem Freund zu geben. Vielleicht. Aber so erstmal nicht. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Goden und Tempelgoden doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ich vermisse Marus Lovely Dog. Aber
wir werden mal in die Planung gehen. Unsere Ansprüche hier. Wir wollten ja ursprünglich mal einen Krieg hier anzetteln und unter anderem Maastricht zu uns dazu holen. Jetzt ist das, was hier vorher kleine Stadtstaaten waren oder was auch immer, Antwerpen leider zur Grafschaft, nee, zum Herzogtum Bar dazu gezählt worden, die natürlich auch noch verbündet sind mit unterschiedlichsten Leuten, mit Luxemburg, mit mit der Lombardei und mit der Toskana. Das ist ein bisschen doof. Weil ich denke mal, dass wir könnten unsere Ansprüche auf die Grafschaft von Antwerpen, jawohl, das könnten wir schon. Aber er ist natürlich jetzt wirklich auch mit heftigen Leuten hier dabei, mit 6200 Mann. Und wir haben uns noch gar nicht mal erholt. Wie ist das mit Maastricht? Wenn wir hier den Krieg erklären und die Grafschaft erobern, dann erhalten wir den Titel. Und er verliert 25 Meinungen. Franken und Nordmann mögen sich ein bisschen weniger. Der hat eigentlich keine Chance. Spricht irgendwas dagegen? Mit wem bist du verbündet? Du bist mit Holland verbündet. Mit Graf Radbaut bist du verbündet. Und mit Berthold von Aargau. Radbaut, was hast denn du jetzt gemacht? Wir mochten uns doch gerade. Und was hast du für eine Mütze auf neuerdings? Und warum ist dein Ehepartner im Knast? Hier passieren dauernd Dinge. Überall. Wo sitzt du denn jetzt? Du sitzt in Holland im Knast? Sie ist besessen. Ein Ehebrecher. Wahrscheinlich hat er sie selber in den Knast geworfen, nehme ich mal stark an. Ich glaube ja. Na gut. Das ist jetzt ungünstig. Beides ungünstig. Wie sieht's denn mit Köln aus? Köln hat auch keinerlei... Außerdem ist das ein hinterlistiger Typ. Und sie haben keine Bündnisse momentan. Wollen wir da nochmal einen Anspruch machen? Ich glaube, Köln ist eine gute Adresse, oder? Die Kontrolle ist ganz schlimm da. Aber die haben schon ein bisschen was aufgebaut. Ja, oder sollten wir jetzt Maastricht, auch wenn Radbaut das vielleicht nicht mag? Ich meine, der kann ja nicht gegen uns in den Krieg ziehen, oder? Wir lassen mal unsere Leute mal ein bisschen noch zu Kräften kommen. Aber vielleicht sollte man das mal langsam andenken. Uns noch weiter zu erweitern. So, nochmal kurze Übersicht. Da sind wir bei Seeland mit dabei. Champions könnten wir uns nochmal holen. Wir können natürlich auch. Wir haben 113. Momentan echt gute Einnahmen. Die Bondi vielleicht nochmal. Kontern, leichte Reiterei und Bogenschützen. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was die Westfranken da immer so hatten. Kann ich, glaube ich, auch nicht einsehen. Bis sie sich wieder ausheben. Also lassen wir erstmal eine Runde weiterlaufen. Huldigen werden wir nicht. Und die Petition brauchen wir jetzt gerade auch nicht machen. Ah, wir können nochmal das machen, was wir schon die ganze Zeit machen wollten. Gräfin Gida und Harald Akra können jetzt heiraten. Und haben das getan, offensichtlich. Das ist das Bündnis Hechsteinig da drüben. So, das war jetzt, ist nicht österreichisch da oben. So, was wollte ich machen? Genau. Raubzug. Wenigstens einen Raubzug. Wir schauen mal ganz kurz. Beute 11, 27, 5, 10, 9, 11, 26, 4, 9, 15 und nix. Also eine kleine Runde über Köln und dann rüber nach Luxemburg. Finde ich nicht schlecht. Ich mache es wieder hier rüber, bevor ich das irgendwie falsch mache. Also ich weiß, wir müssen unsere Leute auch mal ein bisschen nach vorne bringen, aber wir müssen unsere Ländereien sowieso, wir brauchen Geld, um unsere Ländereien zu verbessern und vergrößern. So, auf nach Köln.
Da, die 5 lassen wir mal raus. Haben wir hier noch was, was cool wäre? 8, 9, 4, 17. Die müssen wir auch noch mitnehmen hier in Sein. So, Köln ein bisschen was klauen. Vielleicht machen wir dann trotzdem auch noch einen Krieg gegen die Kölner. Wir sind auf jeden Fall gewillt, jetzt ein bisschen raubzügerischer, raubkriegerischer, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine, zu werden. Hier haben wir 10, die nehmen wir auch. Wunderbar, Teil 1 ist mitgenommen. Eigentlich sollte das hier irgendwo stehen. 27, 132 können wir maximal mitnehmen. Momentan sehe ich keine Gegner. Mein Sohn Nial wurde gefangen genommen während der Belagerung von Brest. Ach, verdammt. Hier hinten, unser Sohn ist natürlich ja immer noch bei unserem Freund zu Gast und wird dort unterrichtet. Und jetzt ist der Jarl Sigurd. Warte mal, sind wir... Nee, von Schleswig. Verdammt. Können wir den auslösen? Nee. Noch nicht. Ah doch, hier, auslösen. Sigurd von Schleswig, wo kommst du her? Du bist ja Teil aus... Dänemark ist schon wieder... Nee, er ist Teil von Dänemark. Das sind doch eigentlich hier Menschen, die wir kennen hier. Aber ich werde unseren Jungen zurückholen, sofort. Wir sind mit Dänemark verbündet sogar. Ist doch nicht zu fassen, dass ihr jetzt hier so einen Ärger macht. Die Nordmann, wirklich. Ich nehme euer Lösegeld an. Angebot an. Na gut. Der hat aber, glaube ich, hier auch nur gebrandschatzt. Nur in Anführungsstrichen. So, da sind wir auch schon lange fertig. Dann gerne einmal hier rüber. Oh, das ist ein bisschen ein Umweg. Ich hoffe mal, da kommt nichts auf uns zu von da unten. Da sehen wir nämlich nichts. Was hätten wir hier noch? Da gibt es keine Beute mehr. Da auch nicht. Das ist schon alles abgegrast worden. Dann holen wir jetzt da die 20, 17. Graf Dirk hat 25 Meinungen. Wunderbar, das machen wir noch einmal. Dann ist Seeland auch mehr oder weniger auf unserer Seite. Oh, nee, halt, jetzt muss ich aufpassen. Kleinvieh macht aus, Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind, aber es stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Ostfriesland wird von der Herde profitieren, eine wirklich schöne Herde, aber sie könnte größer sein. Das Leder wird eine Menge Geld bringen, her mit dem Beil. Ich glaube, ich schicke die nach Ostfriesland. Bekommen die eine Viehherde? Ansonsten kriegt Ostfriesland eine große Viehherde. Oder das Zuchtvorhaben schlägt fehl. Ja, das werden wir natürlich wieder probieren. 77% ist ein sicherer Fail. Es gelingt. Sehr gut. Viehherde bekommen wir, aber hier müssen wir jetzt abhauen, weil da kommt die Frankfurter Armee. Also, wo geht's lang? Nee, ganz doofe Idee. Oben lang wäre gut. Ach, verdammt, ich war zu spät. Ey, ich darf das nicht so schnell laufen lassen. Ich bin einfach zu langsam für ein schnelles Spiel. Ja, das wird uns leider unsere Beute kosten, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Graf Dirk ist gestorben. Verdammt, der saß hier im Krieg mit drin. Also, Graf Dirk wurde von Bürgermeister Hermann erschlagen. Haben wir schon wieder einen neuen Mann. Um den wir uns kümmern müssen. Ravi wurde verbündet von Bürgermeister Hermann. Wer ist denn dieser Bürgermeister Hermann? Das muss ein echter Schlachtenmeister sein. Unser Champion Bürgermeister Alfred konnte Baron Baldomar erschlagen. Meine Güte. Bürgermeister Hermann wurde auch jemand verwundet schon wieder. Ja, es ist ein bisschen blöd gewesen. Aber erstaunlicherweise haben wir den Sieg davon getragen. Das hätte ich gar nicht erwartet.
dann kannst du da auch noch mal kurz stehen bleiben und die Beute noch mal mitnehmen, weil sonst ist es ja völlig unnötig. So, jetzt müssen wir uns wieder umgucken. In Seeland ist jetzt Graf Gerard. Der sieht ein bisschen schleimig aus, der Typ. Ein Administrator, Wohlstandsschaffer, arrogant, tapfer, nachsichtig. Och, gar nicht so schlecht. Kannst du Ratskanzler? Nee, kannst du gar nicht. Ratskanzler kannst du nur richtig gar nicht. Adelbold könnte es machen. Aber dann haben wir wieder keinen Spitzel. Er könnte Spitzel sein, aber ich möchte nicht so. Den will ich nicht als Spitzel, glaube ich. Nee, das sollst du schon weitermachen. Ach Mann. Dann haben wir jetzt keinen mehr. Und unser Sohn ist auch nicht mehr da, wa? Ich würde es fast Egil geben. Pjörpjörn. Ja, ich glaube, ich gebe es Egil oder unserem Bürgermeister dann halt wieder. Ehrlich, der mag uns schon mal ein bisschen. Das ist der Bürgermeister von Gottmundr. Er ist gebrechlich schon. 60 Jahre alt. Gefühllos und zynisch, aber immerhin ehrlich. Na los. Dann wirst du jetzt Bürgermeister, unser Ratskanzler. Und bei dir müssen wir jetzt gucken und dich noch mal ein bisschen beeinflussen. Könnten wir dir den Titel aberkennen? Nein. Man muss ja mal gucken. Okay. Also beim Sieg noch mal ganz kurz geschaut auf die Champions. Da haben wir zwei Leute erschlagen, den Baron von Wiesbaden und den von Klingenberg. Aber Graf Radbaut wurde in der Schlacht verwundet. Das ist ein bisschen doof und der Bürgermeister auch und Ravi auch. Das ist alles nicht so schlimm, aber Radbaut ist ja nun Radbut oder wie auch immer er eigentlich ausgesprochen wird. Ist ja nun ein guter Mann gewesen für uns lange Zeit, erstaunlicherweise. Und mittlerweile ein Freund, der uns mit 91 mag. Ist das zu fassen? Und er ist dem Nordischen, hat er sich zugewandt. Es ist wirklich erstaunlich. Na gut. Diese Gemeinde zu bekehren dauert natürlich ewig, ne? Das ist schon mal klar. 13,3% haben wir da jetzt. Ostfriesland, also ich meine, dass das überhaupt geht in so kurzer Zeit, ist eigentlich, glaube ich, historisch nicht ganz richtig. Wir könnten neue Besitztümer erschaffen, wir könnten 186. Ich wollte aber auch in den anderen Orten nochmal erstmal diese klassischen Höfe und Felder errichten. Zum Beispiel in Haarlem, da ist nämlich noch gar nichts. Machen wir das erstmal um die Burg herum. Höfe und Felder, 127 sogar nur. Ratsverwalter des Lehnsherrn ist hier. Ach Mann, habe ich das jetzt gemacht oder habe ich es jetzt gerade weggeklickt? Moment, es gibt einen Komplott bei Hofe, das ist eigentlich viel schlimmer als alles, was wir da gerade machen wollen. Aber ich möchte jetzt trotzdem in Haarlem einmal Höfe und Felder errichten. Jawohl. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zweimal gemacht. Nein, habe ich nicht. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Höflingin Asta. Unsere Ärztin. Wir müssen den Übeltäter, der hinter dieser Sache steckt, aufhalten. Die Existenz wird erstmal aufgedeckt. Jetzt muss ich direkt mal pausieren. Und definitiv unseren Ratsspitzel, aber der ist schon dabei bei den Komplotte stören. Na gut, Asta, ich meine, es ist jetzt, aber Asta kann man auch richtig doof natürlich dazu verwenden, uns ein bisschen Gift in die Tasche zu schmieren oder in die Nase oder in den Mund. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, liebe Leute. Aber wir haben uns gut gewehrt und sind auf einem guten Weg, glaube ich, uns auch langsam dann zu erweitern. Wir können uns ein bisschen vorwagen, habe ich das Gefühl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.